alle zusammen. Ja, wieder einmal habe ich in meinem Archiv gekramt und diese schöne Fahrradtour noch von August 2018 gefunden. Ja, wir starten hier in Coesfeld und fahren dann mit dem Zug ein Stückchen bis Lottum, wo der Bahnhof ist. Von dort aus beginnt dann unsere Radtour auf der Bahntrasse. Wir fahren dann von Heeg wieder mit dem Fahrradbus bis Ahaus und von Ahaus, wie ihr sehen könnt, nach Coesfeld zurück. Ja, hier gibt es den Fahrradbus, die Informationen von Fahrradbus Münsterland. Hier mal kurz der Bahnhof in Ahaus, also sehr fahrradfreundlich, sind Aufzüge vorhanden. Ja, und das ist noch eine besondere Story, unser Hauptdarsteller, diese kleine junge Katze, die wir unterwegs, ja, ich will nicht allzu viel verraten, ja. Aber hier starten wir auch schon an dem Bahnhof Lottum und sind nun unterwegs Richtung Bahntrasse. Ja, muss noch ein kleines Stückchen hier, den ein oder anderen Kilometer radeln. Wie ihr seht, bemüht man sich auch hier einen neuen Fahrradweg neben der Fahrbahn zu etablieren. Ja, wie gesagt, im August, am 13. August 2018 haben wir diese schöne Fahrradtour gemacht. Ja, sie nennt sich ja auch die Radbahn Münsterland. Ja, hier nehmen wir dann auch die Rampe hoch zu dem eigentlichen Fahrradweg bzw. die alte Bahntrasse, die wie gesagt hier in Lottum abzweigt, dann in Richtung, ja, das ist eigentlich Richtung Steinfurt. Ja, es geht natürlich relativ viel geradeaus. Das Schöne an der Trasse ist natürlich, wie ihr seht, ne, es ist rechts und links auch baumbestanden, es ist relativ gemischt. An heißen Sommertagen, ja, kann man es ganz gut fahren, ne? Ihr seht, hier ist es mal wieder ein Stückchen offen und ja, aber die Büsche und Sträucher werden ja immer größer und von daher sollte das kein Problem sein. Ihr seht, ne, man hat hier auch ein bisschen Schatten. Der Bodenbelag ist super prima gut, ne? Also man kann sehr gut darauf fahren, vielleicht sogar was für Skater. Die haben ja bekanntlich kleinere Rollen bzw. Räder. Ich kann jetzt allerdings nicht mehr genau sagen, ob da nicht das ein oder andere, ja, Nahtstelle oder Löckslein ist. So wie ich das jetzt hier so gerade sehe, ist es doch relativ gut und glatt, also noch recht neu. Und von daher dürfte das wahrscheinlich auch ganz gut für Inline-Skater geeignet sein. Ja, was ich noch sagen wollte, denkt daran, dies ist ein 360-Grad-Video. Ihr könnt also, wie gesagt, in YouTube, wenn ihr mit der linken Maustaste auf das Bild klickt, wenn ihr es denn am PC anschaut, nach rechts und links schwenken. Ja, hier an dieser Stelle, in der Nähe von diesem Bauernhof, den man hier gerade sieht, haben wir dieses kleine Kätzchen gefunden. Ja, hier sieht man es, das trottete da auf dem Weg umher. Wir haben gesucht und gesucht, sind rumgelaufen, ob wir nicht irgendwo die Mutter finden, die ihr Junges sucht. War wohl nicht so, scheint wohl also ein, ja, Katzenwurf gewesen zu sein, vielleicht ein Wilder, wie auch immer, wir konnten es leider nicht nachvollziehen. Ja, wir haben es halt eingepackt in die Fahrradtasche, natürlich offen mit Luft, vorne am Lenker. Ja, und wir sind dann natürlich auf der Suche nach einem Tierheim. Haben wir so gedacht, da wird sich doch sicher irgendwie was finden lassen. Ja, also wie gesagt, das ist dann noch die kleine besondere Story, die wir noch unterwegs, ja, sozusagen zu bewältigen hatten. Ja, wir haben ja selber Katzen, zwei Stück, und
Und so ein junges Kätzchen, ne, wollten wir da natürlich nicht alleine rumlaufen lassen. Das hätte wahrscheinlich nicht lange überlebt. Ja, die Katzenstory wird sich natürlich noch weiter fortsetzen. Bei uns, gerade jetzt unterwegs, ne, grübelte es und grummelte es natürlich im Oberstübchen. Was machen wir mit der Katze? Und ihr werdet noch weiter im Verlauf des Filmes weitere Informationen bekommen. Ja, was noch zu sagen ist zum Fahrradbus, da werdet ihr am Ende des Films noch weitere Informationen bekommen. Da ist auch ein PDF abgelichtet, wo der Fahrplan und die Fahrpreise drauf sind. Könnt ihr euch dann gerne anschauen. Ja, der Link dürfte auch nicht allzu schwer zu finden sein. Ja, hier gab es dann an dieser Stelle bei diesem Dörfchen hier einen Stand, einen Infostand. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das hat man davon, wenn man so lange wartet mit der Videobearbeitung. Auf jeden Fall hatten wir gedacht, die könnten wir fragen, wo hier vielleicht das nächste Tierheim ist. Ja, dem war leider nicht so. Die wussten leider auch nichts. Ja, irgendwo weiter weg im Norden sollte irgendwas sein. Konnten wir natürlich da nicht mit dem Rad bzw. unsere Radtour entsprechend planen. Ja, hier waren wir auch an dem Bahnhof. Haben wir gedacht, vielleicht finden wir da ein paar Leute und haben uns hier in Darfeld am Bahnhofscafé, was leider nicht offen hatte, gedacht, wir finden da vielleicht noch jemanden, der uns eine Info geben kann zu einem Tierheim, was wir vielleicht in der Nähe finden könnten, um das Kätzchen gut unterzubringen. Ja, hat leider alles nicht so geklappt, also geht die Tour weiter Richtung Norden. Wir sind also immer unterwegs hier in Fahrtrichtung Norden. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die alte Bahntrasse Richtung Steinfurt. Und ja, rechts und links gibt es natürlich auch einiges noch zu sehen. In Darfeld, wo wir gerade waren, wo das alte Bahnhofscafé war. Ja, da gab es auch eine historische Wassermühle. Wer da mag, ist auch nicht allzu weit ab von der Bahntrasse, kann sich das sicher anschauen. Werden wir sicher vielleicht auch noch mal machen, aber dieses Mal haben wir ja Vorrang, die kleine Katze da unterbringen zu wollen, zu können. Nun ja, ich glaube in oder bei Rheine sollte irgendwie ein Tierheim sein, aber naja, gut. Bis nach Rheine wollten wir jetzt nicht unbedingt radeln, hatten wir eigentlich nicht vor. Nun gut, ja, wir sind also weiter unterwegs jetzt hier auf der Bahntrasse. Ja, und genießen mehr oder weniger jetzt die Tour, weil wir, wie gesagt, uns da doch ein bisschen Sorgen machen, wo wir das kleine Kätzchen unterbringen können. Ja, was gibt's noch zu sagen zu unserer Tour? Ja, gestartet sind wir in Coesfeld, wie gesagt. Der Ort hat roundabout 36.000 Einwohner. Ich denke auch, sich das Zentrum mal anzuschauen, dürfte interessant sein. Die Lamberti-Kirche und ich denke auch die Altstadt von Coesfeld dürfte sicher ganz gemütlich sein und interessant. Also wer es mag, kann sich da sicher auch noch mal das eine oder andere leckere Eis gönnen oder was Leckeres, Herzhaftes essen, wie auch immer, und dabei das Städtle anschauen. Ja, wie gesagt, wir haben dann Coesfeld direkt am Bahnhof geparkt, sind dann von dort aus, wie gesagt, mit dem Zug erst einmal eine Station Richtung Lottum gefahren. Das ist eigentlich der Zug, der Richtung Münster geht. Natürlich kann man das auch
aus der anderen Richtung anfahren und in Lottum dann aussteigen und dort die Tour beginnen. Wie rum man das fährt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Wir haben es, wie gesagt, so rum gemacht, von Coesfeld nach Lottum, Lottum mit dem Fahrrad, dann zur Bahntrasse, das ist nur ein kleines Stück, und auf dieser befinden wir uns jetzt gerade und radeln grob gesagt Richtung Norden, ja, Richtung Steinfurt. Ja, hier geht es übrigens auch ab zu einer, das war glaube ich auch ein Schildchen, zu einem Ausflugslokal. Also die ein oder andere Ausflugslokalität, die gibt es hier natürlich schon. Wer es mag, kann es dann natürlich nutzen. Wir hatten gedacht, okay, in Steinfurt werden wir uns irgendwie was Leckeres gönnen, oder ein Eis oder was Herzhaftes, je nachdem. Steinfurt ist ja auch ein sehr interessantes Städtchen. Steinfurt hat auch roundabout 34.000 Einwohner. Ja, was die Besonderheit in Steinfurt ist, es gibt halt dort das Schloss Burg Steinfurt. Das ist eine alte Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert und wird von der Familie des Fürsten zu Bentheim Steinfurt auch aktuell und immer noch bewohnt. Ja, natürlich gibt es auch noch eine wunderschöne, nette Altstadt, die man sich da anschauen kann. Ihr werdet sie hier im Film auch kennenlernen. Übrigens waren wir gerade auch noch mal an einer Möglichkeit vorbeigekommen, wo man einen Kaffee oder Kuchen hätte schlürfen, essen, trinken können, wie auch immer, wie es jeder mag. Vielleicht gab es auch was Herzhaftes. Ja, wir mussten ja weiter mit unserem Kätzchen. Ihr erinnert euch, ne? Das schlummerte da in unserer bzw. Fahrradlenkertasche. Und deswegen sind wir da jetzt auch ein bisschen eilig unterwegs, denn an diesem Tag war es ja auch recht warm, ne? Und in so einer Lenkertasche ist das ja auch nicht gerade prickelnd, aber wie das mit der Geschichte unserer jungen kleinen Katze weitergeht, das erfahrt ihr natürlich weiter im Film. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, die Landschaft könnt ihr euch rechts und links anschauen, sage ich es nochmal. Linke Maustaste klicken, im YouTube-Video festhalten und dann könnt ihr die mit der Maus in alle Himmelsrichtungen bewegen. Ihr könnt mich sehen, wie auch immer, wer es mag. ihr könnt euch die Landschaft rechts und links anschauen, wie es aussieht. Ja gut, so eine Bahntrasse hat natürlich jetzt nicht immer unbedingt tolle landschaftliche Ausblicke, zumal, wie ihr seht, ne, rechts und links sind jetzt Büsche und Sträucher und ich sag mal so, es ist natürlich immer so eine Sache, man ist froh, wenn man die hat, gerade wenn man so eine Bahntrasse auch mal im Sommer beradeln möchte, wenn es denn mal um die 25 Grad und mehr ist, ist das sehr angenehm. Gut. Man kann natürlich zwischendurch immer mal nach rechts, nach links schauen und die Landschaft natürlich schon genießen. Das ist richtig. Jetzt hier im Video ist es natürlich müßig, ne? Von hier aus mit dem unheimlichen Weitwinkelobjektiv der 360-Grad-Kamera. Aber gut, ne? Man kann sich ein Bild der gesamten Strecke machen. Ihr könnt ja auch vorspulen. Ihr seht unterwegs ja auch mal, wie viele Leutchen hier so unterwegs sind. Übrigens an meiner linken Hand am Arm, da ist die Armbanduhr, die ist recht groß. Da könnt ihr auch immer mal drauf schauen, wie die Uhrzeit denn gerade ist, wegen der Frequentierung oder dem Sonnenstand. Und euch ein Bild machen, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das jetzt für ein Wochentag war.
der 13.8., aber wenn mich nicht alles täuscht, muss es natürlich in der Regel ein Sonntag sein, weil wir sonntags immer nur solche Touren machen und unterwegs sind. Denn die Anfahrt mit dem PKW ist natürlich auch schon immer zum Ausgangsort und natürlich auch gleichzeitig der Zielort wieder unserer Tour. Sonntags immer besser zu bewerkstelligen. Da sind, wie ihr natürlich wisst, bei uns keine LKWs unterwegs oder nur sehr wenige. Mittlerweile gibt es ja da auch schon viele, die Sondergenehmigungen haben. Ja, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der 13.8. war kein Sonntag, aber na gut, im August haben wir meistens Urlaub. Und von daher wird es dann wohl irgendwie ein besonderer Tag gewesen sein. Ja, was ist noch zur Tour zu sagen? Wie gesagt, von Lottum bis nach Heeg, was ja wirklich fast zu 100% eine Bahntrasse ist, auf der man langradeln kann. Habe ich jetzt in Google Maps gerade nochmal nachgemessen, sind es so roundabout 38 Kilometer, also fast 40 Kilometer, die man wirklich wunderschön hier auf dem Radweg auf der alten Bahntrasse langradeln kann. Ja, demgegenüber stehen natürlich jetzt auch noch circa 33 Kilometer, die wir da wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben. Aber wie ihr sicher wisst, ich bin da kein großer Fan von neben Straßen lang zu fahren. Selbst wenn es denn da auch neben der Straße separate Radwege gibt. Ich finde das immer ein bisschen nervig und ja, die Motorräder, die Autos, die überall dann da langfahren und ihre Abgase da ablassen, vor allem die Motorräder mit ihren Zweitaktern, ne, die dann noch mit Ölgemisch fahren, das stinkt wie Hulle. Dafür fahre ich nicht in der schönen Natur mit dem Fahrrad, um gute Luft, schöne Landschaft, nette Leute kennenzulernen oder möglichst kennenlernen zu können. Ja, wie gesagt, da fahre ich dann lieber mal ein Stückchen mit dem Zug oder mit dem Fahrradbus, so es denn einen gibt. Und diese Tour habe ich da eben, wie gesagt, mal so ausbaldowert. Ja, ist halt ein bisschen Kombi, ne? Von A aus geht es dann halt wieder mit dem Zug zurück nach Coesfeld. Und von Heeg, wie gesagt, wollte ich nicht gegen neben dieser blöden, wahrscheinlich auch an solchen Tagen, selbst wenn es sonntags ist, ne, es ist halt eine Hauptverbindungsstraße zwischen dem Ort Heeg und Ahaus, langfahren. Ja, wir nähern uns jetzt hier im Video schon langsam dem Ort Steinfurt. Also wie gesagt, nicht Steinfurt mit H, das ist da irgendwo im Süden bei Bad Nauheim. Ja, gleich werden wir auch nochmal anhalten und ja, die Sache mit unserem Kätzchen ist ja noch nicht zu Ende. Das haben wir immer noch in der Lenkertasche. Ja, diesen netten Mann im Rollstuhl, den haben wir dann nach dem Tierheim gefragt und dann fiel uns ein, okay, dann fahren wir halt zum Polizeirevier und schauen mal, was wir da managen können oder regeln können. Ja, jetzt machen wir uns also auf zum Polizeirevier in Steinfurt, um da irgendwie das Kätzchen unterbringen zu können, dass die das dann da vielleicht irgendwie regeln. Ja, jetzt sind wir hier also quasi einmal quer durch Steinfurt in Richtung weiter grob Nordost unterwegs. Eigentlich, wo es dann quasi auch ja, theoretisch in Richtung Rheine gelangen kann. Ja, wir durchqueren da jetzt mal eben die Altstadt hier. Die ist sehr schön, sehr sehenswert.
Solltet ihr auf jeden Fall euch ein bisschen Zeit nehmen und das mal anschauen. Ist ganz nett, gibt nette Eiscafés und sicher auch das ein oder andere nette Restaurant. Gleich gelangen wir ja hier auch zu der Burg Steinfurt. Die ist jetzt hier zur Rechten. Ihr könnt ja die Kamera schwenken und euch da ein bisschen kurz umsehen. Ja, wie gesagt, wir wollen ja da möglichst schnell das arme Kätzchen nicht loswerden, aber unterbringen. Weil, wie gesagt, es ist ja heute auch Tag dieser Tour recht heiß. Ja, hier ist das Polizeirevier. Wie ihr seht, Polizeiauto, Frau ging rein, hat gefragt. Die meinten dann, ja, Kätzchen könnten wir da lassen, müssten sie aber warten, bis ja, bis eben wieder ein entsprechender, ja, bis sie sich da mit dem Tierheim in Verbindung setzen können, bis jemand kommt, das abholen und wie auch immer. Und das haben wir nicht gemacht, das wollten wir nicht. Ich hatte dann da noch eine Idee, da fiel mir doch noch was ein. Wir hatten mal auf einer vergangenen Radtour ein Melkhus sind wir vorbeigekommen und da wollte ich dann was mit dem Kätzchen machen. Ja, hier seht ihr, haben wir uns dann mal doch ein Eis gegönnt, weil hier so eine schöne Eisdiele war, haben wir leider aber uns nicht hingesetzt und genossen. Weil, wie gesagt, unser junges Kätzchen untergebracht werden muss. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu der Bahntrasse, auf der es dann weiter Richtung Nordosten, direkt Richtung Rhein. Ist das noch? Das Örtchen, muss gerade noch mal nachgucken. Rheine, genau. Da an diesem ersteren Stück unten im Süden war, wie gesagt, dieses Melkhaus, da konnte ich mich noch dran erinnern. Und die hatten vor einem Jahr oder so, hatten die auch junge Katzen da rumlaufen. Und da habe ich gedacht, vielleicht nehmen die das. Also haben wir gedacht, nix wie hin da und mal schauen, vielleicht nehmen die ja noch so ein kleines Waisenkätzchen auf. Und ja, und wir haben gehofft, dass wir das da unterbringen. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt wieder mal quer unterwegs durch Steinfurt. Hier haben wir jetzt die Bahntrasse erreicht, die Richtung Nordosten, direkt Richtung Rheine geht. Ja, wenn ihr hier mal im Herbst lang radelt, hier gibt es also auch viele Obstbäume, also Apfelbäume hauptsächlich, einige verschiedene Sorten. Ist im Herbst, wenn die denn reif sind, auch sehr nett und sehr interessant. Ja, ja, alles für unser Findelkind, dem weisen Kätzchen. Machen wir uns hier also jetzt richtig noch Aufwand und sind unterwegs zum Melkhus. Jo. Ja, mir fällt gerade ein, wie gesagt, man kann natürlich von Steinfurt die roundabout 18 Kilometer Richtung Rheine durchradeln. Und man könnte zum Beispiel von dort aus in Rheine dann an dem Dortmund-Ems-Kanal immer schön wieder zurück Richtung Münster radeln. Und ja, von dem Kanal aus bis zum Bahnhof ist es ja auch nicht weit. Ja, hier sind wir an dem Melkhus, wo damals die Katzen rumliefen und ich gedacht habe, ja, das wär's ja. Hat leider auch nicht geklappt. Die wollten da auch kein Kätzchen mehr aufnehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, da hatte ich ein Schild unterwegs gesehen von einem Biohof. Und da habe ich gedacht, okay, der Biohöfe, Umwelt, tralala, etc. pp. Das kann ja eigentlich nur gut sein. Die haben doch bestimmt auch ein Herz für Katzen. So, und die Dame, die da gerade vorhin am Weg lief, die
die war dann bereit, das Kätzchen hier ist links, ganz links am Futternapf auch unsere Katze zu sehen. Wir konnten die dort unterbringen, die Dame war so nett und hat die dann aufgenommen. Ja, und so hat es denn für unser junges Waisenkätzchen ein gutes Ende genommen. Wir hoffen, sie wird da groß und stark und wird den Bauern viele Mäuse wegfangen. Gut, wir sind denn wieder auf dem Rückweg zu unserer eigentlichen Radrundstrecke. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, ne, der Fahrradbus sind natürlich hier auch noch andere Linien unterwegs hier in der Gegend. Man kann ja so wunderschöne Fahrradtouren planen. Fährt nur alle 2 Stunden. Naja, was heißt nur? Von morgens, glaube ich, um 7:30 fährt, glaube ich, der erste. Und abends um 19 Uhr, glaube ich, der letzte. Müsst ihr dann mal nachschauen, werdet ihr sicher dann finden, wie die Fahrradbusse da entsprechend fahren. Ja, und man muss sich dann natürlich immer ein bisschen an diese Sachen ausrichten und seine Touren planen. Tja, das ist halt leider so, ne? Ja, ich gucke gerade mir nochmal diesen Fahrradbus, den wir genommen haben. Hier die Linie 7677, nennt sich R76, R77. Die fährt eigentlich von Borken bis nach Gronau im Norden, beziehungsweise auch umgekehrt die Strecke natürlich. Wie gesagt, da fährt sogar an Samstagen und montags bis freitags in den NRW-Sommerferien. Da fahren die Busse tatsächlich schon um 6.32 Uhr von Borken los, also der erste Bus. Holla! Ja, und der letzte fährt denn da so gegen 20.32 Uhr von dort. Ist natürlich Sonn- und Feiertags nicht so, wie ich schon sagte, habe gerade hier nochmal den Fahrplan. Da fährt der erste in Borken, nee, Quatsch, in Stadtlohn erst um 9 Uhr los. Naja, was heißt erst? Sonntags ist sonntags. Man ist ja eventuell auch noch ein bisschen unterwegs mit der Anfahrt, mit dem PKW und muss dann ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, alle 2 Stunden, selbst auch in den NRW-Ferien, immer alle 2 Stunden. Ich habe auch unterwegs woanders, ne, bei dem Regioradler, der in Rheinland-Pfalz zum Beispiel verkehrt, ist das ähnlich. Sind die Busse auch nur in der Regel alle 2 Stunden unterwegs. Ja, was natürlich hier bei mir in unserem Heimatort im Bergischen Land, hier im Städtedreieck, Remscheid, Solingen, Wuppertal, wie gesagt, hier in Remscheid gibt es auch einen Fahrradbus, der von Opladen bis nach Marienheide fährt. Ja, Opladen ist dann schon fast so ein bisschen die Rheinschiene, Leichlingen, Monheim. Ja, für die Rheinländer sicher interessant sein. Da kann man dann ganz entspannt zum Beispiel von Opladen dann mit dem Fahrradbus fahren bis nach Marienheide und fährt dann die Wupper entlang, immer flussabwärts. Ja, der fährt allerdings, da fahren die ersten 2 Busse morgens sogar in 1-Stunden-Abstand. Aber auch nur, wie gesagt, die ersten 2 Busse morgens. Ja, das mal so am Rande, weil ja, das wurde hier sehr gut angenommen. Man hat da, glaube ich, erst vor 2 oder 3 Jahren mit diesem Fahrradbus angefangen, diese Sache zu machen. Und die ist sehr gut, super angenommen worden. Was so ein kleiner Geheimtipp ist, also wenn ihr denn das da vorhabt, mit dem Fahrradbus zu machen. Ich habe da schon einen Fernsehbericht bei uns hier im Lokalzeit Bergisch Land gesehen.
Der ist halt aus der Fahrtrichtung von der Rheinebene, also quasi aus Fahrtrichtung Opladen. Das Marienheide ist der immer sehr voll. Man hat da versucht, da Überlegungen hinzubringen, dahingehend, dass man versucht, die Touristenströme doch irgendwie zu bewegen, auch das von der Fahrradtour her ein bisschen andersrum zu planen. Ja gut, es liegt natürlich immer daran, ne, alle wollen berg runterfahren, ist natürlich ohne E-Antrieb auch viel entspannter. Stimmt allerdings nicht so ganz, denn wenn man es von Marienheide aus fährt oder radelt, da kommt dann ab Hückeswagen auch eine ganz schöne Steigung. Da muss man, also was heißt, auf dem Fahrrad, auf der Bahntrasse ist das natürlich alles ganz moderat, ne? Weil die Züge ja früher dampfbetrieben waren, ne? Die Strecken sind so alt und so stark Dampflokomotiven gab es nicht. Deswegen haben die meistens höchstens 6-7% Steigung. Die kann man aber ganz gut mit dem Fahrrad bewältigen. Aber immerhin. Von Hückeswagen geht es dann hoch Richtung Remscheid, Bergisch Born. Also wie gesagt, man kann das auch durchaus andersherum fahren und ist dann in der Wahl, mit dem Fahrradbus zu fahren, ein bisschen sorgenfreier. Also wir haben es schon gemacht, voriges Jahr noch, dieses Jahr noch nicht. Ja, und da waren die Plätze für die Fahrräder hinten auf dem Anhänger schon recht voll. Also das muss man schon berücksichtigen. Ja, wir sind jetzt auch hier schon, wie gesagt, auf der anderen Bahntrasse, die ab Steinfurt zurück Richtung Heeg geht. Ja, was natürlich, ja, hier haben wir noch geguckt, ob wir ein nettes Ausflugslokal. Es sah auch ganz nett aus, aber ja, man muss halt immer gucken, kann man die Fahrräder im Blick behalten. Das ist ja nicht immer alles so gegeben, ne? Von daher hat uns das jetzt nicht so gut zugesagt und ja, und wir sind dann halt weitergefahren. Ja, was noch zu erwähnen ist, auf dem Weg hier von Steinfurt Richtung Heeg, müssen wir dann quasi an Mettelin vorbei. Ja, da muss ich zu sagen, ist es leider so, dass die alte Bahntrasse da, ja, wie soll ich sagen, auch mal neben beziehungsweise ja direkt neben der Durchfahrtstraße ist. Na, es ist jetzt nicht nur unbedingt eine Hauptstraße, die mitten durch den Ort führt. Aber naja, es ist halt eine offene Straße, die im Süden um Mettelin drumherum geht. Und ja, nur man muss es halt wissen. Ne? Ist halt immer ein bisschen schade, dass man die Bahntrassen dann teilweise wohl auch direkt immer umfunktioniert und ja, oder die Straßen waren da und der Zug ist halt da mal ein Stück neben der Straße, einer Ortsstraße, entlang geführt worden. Wie auch immer, was war zuerst da, kann ich nicht sagen. Ist natürlich dann im Sommer, wenn es richtig schön heiß ist und man, ja, eine kühle Durchfahrt. Ja, hier fängt es jetzt, glaube ich, an. Das ist jetzt hier südlich von Mettelin. Und ja, wie ihr seht, das ist noch relativ entspannt. Hier gibt es wenigstens noch ein paar Bäume. Die hören aber dann auch auf. Und ja, ihr seht, ne, es ist natürlich dann offen. Man muss wieder, man spürt richtig, ne, das ist, ich sag mal so, diese Asphalt, wenn er nicht beschattet ist, ne, der wärmt sich auf, der ist dunkel, der zieht die Sonne an. Das ist immer an heißen Sommertagen ein bisschen unangenehm. Auch solche Mauern strahlen immer Wärme ab. Also ich finde es nicht immer so schön, wenn es mal ein kurzes Stück ist, so wie hier, ist es okay, kann man das in Kauf nehmen.
Zumindest war es auch ein separater Radweg. Ihr seht, wir sind auch schon durch. Das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Und ja, es wird jetzt wieder grüner. Und ja, kurz mal die Seite gewechselt. Und alles ist okay. Nachher kommen dann auch wieder mehr Bäume. Und man ist dann auch wieder gut beschattet. Ja, von der Zeit her. Was sagt Google Maps? Sagt, die eigentliche Bahntrasse, die befährt man, wenn man es denn wirklich in einem Rutsch ohne Pausen befahren würde, das ist ja die reine Fahrzeit, von einer Stunde 57 Minuten, also roundabout 2 Stunden. Ja, ihr wisst ja, wir sind mit dem Pedelec unterwegs. Gut, diese Strecke hier ist wirklich sehr flach, also da gibt es wirklich nichts zu mäkeln. Man muss da keinen Hubbel hoch oder Hubbel runter oder Berg hoch. Also das ist wirklich ganz entspannt. Kann eigentlich, also ich würde es mir sogar noch zutrauen, auch ohne E-Bike, also nicht E-Bike, E-Bike ist ja noch was anderes, Pedelec zu fahren. Das würde ich wahrscheinlich auch noch schaffen. Naja, bei mir ist das halt eine gesundheitliche Disposition, deswegen bin ich mal ganz froh, wenn ich das dann da mit einer gewissen elektrischen Unterstützung radeln kann. Ich habe die ja auch nicht immer volle Pulle. Ich stelle die ja so ein, dass ich die gut bewerkstelligen kann. Natürlich strenge ich mich auch ein bisschen dabei an, aber das kann man ja mit dem Pedelec wunderbar regeln und entsprechend einsteuern. Aber na, ihr wisst ja, dürft nicht vergessen, unsere Pedelecs sind von KTM, habe ich glaube schon oft genug gesagt, sind sehr robust, sind sehr solide, sind aber mit einer der Pedelecs vom Gewicht her, die im oberen Bereich rangieren, die haben ein Leergewicht von 28 Kilogramm. Ja, und was wir dann so immer noch so alles mitschleppen, das dürften dann locker auch nochmal 2-3 Kilo sein. Die ein oder andere Jacke, der ein oder andere Ersatzakku, ja, Käbelchen hier, tralala dort, Tablet. Ja, und das summiert sich dann alles so, ne? Dann kommt man da schnell auf ein paar Kilo, die man dann noch zusätzlich in den Satteltaschen hat. Fernglas, was auch immer. Butterbrot zu trinken. Selbst eine Literflasche wiegt ja fast eben roundabout ein Kilo. Ne? Darf man ja nicht vergessen. 1000 Liter, ne? 1000 Milliliter, 1 Liter gleich circa 1 Kilo. Ja, das läppert sich alles schnell zusammen. Ne? Ich bewundere immer die Leute, die so richtige Fernfahrradtouren machen. Wenn wir dann schon mal so im Frühjahr und Herbst am Rhein entlang radeln, die dann hinten die Gepäcktaschen voll haben, vorne am Vorderrad rechts und links auch noch größere Taschen für... Ja, ja, gut, man muss natürlich immer ein bisschen Wäsche mit haben. Ja, und... Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die dann da ihren Kocher mit haben und Zelt und tralala, ne? Also das finde ich dann schon sehr bewundernswert. Jo, wenn ich denn noch ein bisschen, ein paar Jährchen jünger wäre und gesundheitlich noch 100% fit wäre, würde ich das vielleicht ja auch noch gerne machen. Also ich habe immer ganz gerne gezeltet und in jungen Jahren und Camping gemacht. Ja, wir nähern uns jetzt auch langsam hier dem Örtchen Heeg. Wir biegen dann da auch mal irgendwann rechts ab. Eigentlich endet die Bahntrasse dann auch hier kurz vor Heeg. Das ist relativ schade. Ja, man muss ja dann gucken, wie man, sagen wir mal, auf relativ Nebenstraßen gemächlich weiterkommt, wenn man denn das jetzt weiter fortfahren wollte
Ja, wie gesagt, hier ist es jetzt auch zu Ende mit netter Bahntrasse, wie ihr gerade seht, hier im Film. Und aber gut, es gibt hier Gott sei Dank immer irgendwie einen Radweg, rechts oder links, neben der Straße. Jo, und kann das dann relativ entspannt lang radeln. Jo, ja, von Heeg aus geht es dann mit dem Fahrradbus weiter. Ihr seht, hier geht es sogar richtig schön abseits sogar weiter. Hat man sogar rechts und links gar keine Straße. War wahrscheinlich auch ein Stück alte Bahntrasse. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, wie gesagt, landschaftlich sehr schön. Man kann sicher auch noch sehr viele Dinge sich anschauen, besichtigen, genießen. Es gibt da schöne Altstädte, ne, wie gesagt, in Coesfeld, in Steinfurt, in Rheine ist auch relativ ganz nett, wobei viel Altstadt ist da nichts. Aber naja. Ja, und ja, hier oben im Norden merkt man schon, ne, es ist flaches Land, es gibt viele doch abseits der Straße dann doch noch Radwege, die man langfahren kann. Man kann ja auch wirtschaften. Das ist ja auch relativ. Ja, wir sind jetzt hier eigentlich in Heeg angekommen. Hier haben wir dann, weil unser Bus noch Zeit hatte, bis der abfuhr, sind wir dann noch kurz ins Örtchen rein, haben uns dort ein Eis gegönnt. Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg zu unserem Startpunkt hier am Rathaus von Heeg. Ich packe jetzt die Kamera weg. Ihr bekommt hier noch die versprochenen Informationen. Hier mit dem Fahrradbus, die verschiedenen Linien, die hier langfahren. Hier ist noch ein kleiner Fahrplan. Links unten in der Ecke die Preise. Ja, und wie gesagt, hier ist übrigens noch der Bahnhof, fahrradfreundlich. Ich verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss!